Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Mittagssektion, der zweite Termin unserer Reihe China im Fokus. Im ersten Termin im November haben wir uns beschäftigt mit der Politik, der politischen Systeme und der Systemrivalität. Heute geht es um die Wirtschaft unter dem Motto China, Ansporn und Bedrohung für deutsche Wirtschaft. Über die Bedeutung Chinas für die Weltwirtschaft, die deutsche Wirtschaft, brauche ich kein Wort zu verlieren. Das ist uns allen bewusst. Und ich bin sehr froh, dass wir zu diesem Thema den wohl, ich darf es in aller Unbescheidenheit sagen, den besten Referenten gewinnen konnten, den es dafür gibt, nämlich Herrn Jörg Wuttke. Bevor ich Herrn Wuttke kurz vorstelle gleich, einige organisatorische Hinweise. Herr Wuttke wird ca. 25 Minuten einleitende Bemerkungen machen. Dann öffnen wir die Diskussion. Ich bitte Sie, Ihre Fragen, Anmerkungen in den Chat einzustellen, über die Chat-Funktion schriftlich einzureichen. Und ich werde dann anschließend die Dinge entsprechend moderieren und an Herrn Wuttke einleiten. Wir haben insgesamt eine Stunde Zeit. Deshalb, without further ado, gehen wir gleich rein. Herr Wuttke, wir kennen uns seit geraumer Zeit über das Thema China. Und Herr Wuttke ist der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Eine sehr segensreiche Organisation, die mit brillanten Studien das ökonomische Verhältnis zwischen China und der Europäischen Union immer wieder darstellt und aufreißt. Er hat diese Funktion mittlerweile schon zum dritten Mal inne. Und er ist außerdem Chefrepräsentant der BASF in China. Aus eigenem Erleben weiß ich, dass Herr Wuttke sowohl in China als auch in Brüssel, als auch in Berlin, als auch in Deutschland insgesamt bestens vernetzt ist. Wir konnten keinen besseren finden. Lieber Jörg, bitte, du hast das Wort. Also Rainer, das war so nett. Ab jetzt kannst du nur noch bergab gehen. vielen Dank für das. Du hast vergessen zu erwähnen, dass wir beide Parteigenossen sind. Die gelbe Karte tragen sozusagen. Nein, vielen Dank für die nette Einladung und bin froh, dass ich eine Stunde Zeit habe, mit Ihnen über China zu reden. Ich werde mal anfangen mit der Wirtschaft und wie es letztes Jahr gelaufen ist. Es gibt übrigens seit gestern eine Studie der Deutschen Handelskammer, die aussagt, wie es den deutschen Firmen ergangen ist. Die können Sie bei der Webseite der Deutschen Kammer runterladen oder wenn Sie das nicht finden, kann der Rainer mir Bescheid geben. Ich kann es an ihn durchreichen. 2021 war grundsätzlich ein gutes Jahr für uns. Für meine Firma selbst, wir sind weit zweistellig gewachsen. Wir haben wirklich noch sogar einen sehr guten Anfang im Januar. Müssen wir sehen, wie das 2022 weitergehen wird. Aber gleichzeitig ist es eben eine Trennung. Das eine ist das herstellende Gewerbe, das ein sehr gutes Jahr hinter sich hat. Und gleichzeitig natürlich gibt es da den Service-Sektor. Das fängt natürlich bei der Lufthansa an, geht über Hotels und über andere Dinge, denen es sehr schwierig ist, momentan dort zu agieren. Wo geht die Reise 2022 hin? Also ich glaube, dass da genug Gegenwind herrscht, dass wir nicht wieder so ein gutes Jahr haben wie 2021. Wir sind eigentlich weltweit auf China schon angewiesen, dass die eine Wachstumslokomotive sind. Sie waren es über letzten Jahr 30% des weltweiten Wachstums kam aus China. Ich glaube, das wird jetzt runtergehen auf 20% und die Wachstumszahlen definitiv werden geringer sein. Wobei das dieses Jahr wirklich sehr schwierig ist zu extrapolieren, weil eben auch mit diesem Omikron-Virus, wie geht China damit um, viele Fragezeichen entstanden sind. Die Immobilienkrise ist natürlich die Hauptsorge, die wir hier haben, nämlich eine Firma allein, Evergrande, hat genauso viel Schulden wie Griechenland vor einigen Jahren, hatte satte 300 Milliarden Euro. Das versucht man jetzt auseinander zu dividieren. Da werden sicherlich erstmal die Hausbesitzer als Erste geschützt, dann vielleicht noch die Suppliers, aber natürlich alle die in diese Firmen investiert haben, werden einen enormen Haircut oder wenn überhaupt was rausbekommen. Das Problem, das wir dort haben, ist natürlich, gibt es andere Firmen, da gibt es viele, Kaiser zum Beispiel, die ähnliche Probleme haben. Und ich nehme an, dass China aber auch die Politspitze hier den Mut hat und den Verstand hat, diese Firmen praktisch abzuschaffen oder umzustrukturieren, weil das im Grunde genommen ein Raukapitalismus war, völlige überdimensionierte Ansprüche
auf staatliche Hilfen angewiesen sein. Und das konnte so nicht weitersehen. Deswegen muss man auch wirklich sagen, die Führung hat hier Mut, in schwierige Themen einzusteigen und schwierige Entscheidungen zu machen, wie zum Beispiel, dass diese Firmen bankrott gehen. Es gehen ja etliche Firmen gegen die Wand, auch die großen Versicherungsgesellschaft Anbang oder es war Hainan Airlines, die kaputt gegangen ist. Firmen, die im Grunde genommen weit über ihre Möglichkeiten gewachsen sind und jetzt praktisch Milliardenschäden haben. Gleichzeitig aber auch hat man sich entschlossen, einige große Service-Sektoren anzupacken, die eben, sagen wir mal, Probleme geschaffen haben im sozialen Netzwerk hier. Zum Beispiel letztes Jahr wurden die Tutorial-Companies abgesagt oder umstrukturiert, de facto eigentlich aus dem Markt rausgenommen. Und da gingen natürlich erstens mal viele Jobs verloren. Aber es ist eine Antwort auf die Unruhe in der Bevölkerung, dass im Grunde genommen durch diese vielen Tests im chinesischen Erziehungssystem nur reiche Leute mit reichen Kindern gute Positionen später bekommen. Die sogenannte Social Mobility ist damit in Gefahr gekommen. Und das gab ein riesengroßes Stress im Internet. Und da hat es der Präsident darauf reagiert. Gleichzeitig auch hat er Alibaba und Tencent zurückgepfiffen oder auch fast zerlegt in einigen Fällen. Das hat damit zu tun, nicht nur, dass die Regierung hier die Oberhoheit haben will über Datensätze, sondern auch, dass eben einige reiche Chinesen zu einflussreich waren und dann leider noch mit dieser Arroganz von Jack Ma praktisch der Führungsspitze gesagt hat, Leute, ihr seid unfähig. Das konnte natürlich der Präsident nicht auf sich ruhen lassen. Und in dieser ganzen einjährigen Übung, diese Firmen praktisch zu eliminieren oder zurückzustufen, sind an Börsenwert von einer Billion, one trillion in Englischen, eine Billion US-Dollars verloren gegangen. Und da kann man schon sehen, dass die Regierung das gewillt war hinzunehmen, um eben hier eine eher kohärente soziale Struktur zu haben. Also das heißt, man zeigt doch wieder eher die kommunistische Karte, als das früher üblich war. Covid ist der neue Game Changer. Wir haben zwei fantastische Jahre hinter uns, in denen wir de facto überhaupt keine Todesfälle mehr hatten in China. Nach dem Desaster im ersten Quartal 2020, wo das in Wuhan angefangen hat, haben wir danach im Grunde genommen fast keine Fälle mehr gehabt. Und jetzt kommt es sporadisch. Im Englischen ist das eigentlich so Whack-a-Mole. Überall geht es um irgendein Problem rauf, wird draufgehauen und dann passiert es woanders. Das Problem, das wir haben, ist, dass Omikron natürlich ganz anders strukturiert ist, sehr viel mehr aggressiver und es wahrscheinlich unmöglich ist, den Virus rauszuhalten. Wir haben jetzt auch hier in Peking große Nervosität wegen der Olympiade. Deswegen wurden auch heute alle Schulen geschlossen in Peking, aber nicht nur in Peking, auch in anderen Städten. Und sind erstmal für 4 Wochen, habe ich hier meine 3 Söhne an der Backe. Das zeigt auch noch die Nervosität. Xi'an zum Beispiel hatte, glaube ich, mehr als 50 oder 60 Fälle und dann hat man die ganze Stadt, immerhin 13 Millionen Leute, in Lockdown gestanden und hat wahrscheinlich da den Bogen überspannt. Das ist die berühmte schwangere Frau, die ihr Kind verloren hat, weil sie nicht in die Krankenhäuser reinkam, weil sie keinen Covid-Test hatte. Oder der Mann, der im Herzinfarkt vor dem Krankenhaus gestorben ist, weil er auch keinen Covid-Test hatte und da nicht reingelassen worden ist. Das heißt also, die Leute, die bisher im Grunde genommen mit großer Duldsamkeit diese ganz drakonischen Maßnahmen hingenommen haben, sind eher jetzt, sagen wir mal, schon schockiert, was da passiert ist. Natürlich hat das Dezentrale gesagt, das liegt am Management der Stadt Xi'an. Nichtsdestotrotz zeigt es, dass die Leute irgendwann mal auch genug haben von diesem ganzen Lockdown. Also da sind sie uns in Deutschland auch nicht ganz unähnlich. Wir haben die Situation, dass das Land de facto fast ungeschützt ist. Wir haben 90% der Leute haben 2 Vaccines bekommen. Das ist aber im Grunde genommen eine ganz schwache Auswahl. Die haben keine große Auswirkung. Die läuft auch bei vielen Leuten aus. Jetzt warten wir auf den Booster. Und der Booster, so wie auch in Singapur. Singapur hat ja auch chinesische Medizin zugelassen. Viele der Chinesen dort haben sie mit Sinovac und Sinopharm spritzen lassen. Nichtsdestotrotz hat Singapur jetzt den beiden Firmen verboten, als Booster zu fungieren. Das muss eine mRNA sein. Das hätten wir auch gerne hier. BioNTech, Moderna. Aber das kriegen wir nicht. Und wir haben die Situation, dass China da irgendwo in einer ideologischen Zwangsjacke drin ist,
zwei Jahre Erfolge. Der Westen sah übel aus, schlechte Fälle. China konnte brillieren durch seine Null-Fälle. Im Westen wird nun langsam durch die Vaccine, aber auch durch die Tausenden von Fällen, eine sogenannte Herdenimmunität aufgebaut. Da sind wir hier Kilometer weit von entfernt. Und deswegen kann die Regierung es auch nicht dulden, dass jetzt hier zu sagen, okay, zwei Jahre ist gut gegangen, aber jetzt sind wir wieder auf die Ausländer angewiesen und importieren BioNTech oder Moderna und machen da die mRNA-Boosters. Das können sie nicht machen und werden sie auch nicht machen. De facto werden wir wieder einen chinesischen Booster bekommen, der genauso wenig Wirkung zeigen wird. Und deswegen wird China auch dieses Jahr sich nicht öffnen können und wird dieses Jahr auch relativ ungeschützt sein. Das heißt, wir haben auf einmal die Situation, dass nach diesem Star-Performance von zwei Jahren China abdriftet eher auf eine kleine Insel und gucken muss, wie sie da mit der Welt in Kontakt bleibt, währenddessen im Westen oder in den großen anderen Ländern die Welt wieder praktisch Covid als Schnupfen oder als Erkältung wahrnimmt und damit weiß, umzugehen. Was das jetzt für uns hier bedeutet, auch gesundheitsmäßig, was es psychologisch bedeutet, werden wir permanent unter diesem Druck haben, hier irgendwann in Quarantäne zu landen. Zum Beispiel kann ich jetzt nicht mehr nach Shanghai fliegen, weil dort ein Covid-Fall war. Ich könnte nicht mehr zurückkommen nach Peking, es sei denn, ich würde zwei Wochen in Quarantäne in ein Hotel gehen. Dasselbe ist auch Leuten aus Tianjin passiert, die nach Harbin woanders gefahren sind. Also es gibt jetzt diese Ungewissheit, gehe ich in eine andere Stadt, dort ändert sich etwas. Das ist auf meinem Health-Kit erkennbar. Der wird dann von grün auf orange geschaltet und dann kann ich erst mal zwei, drei Wochen lang in Quarantäne verbringen. Leute zum Beispiel, die jetzt in Xi'an sind, drei Wochen lang in Quarantäne, wollen die zurückkommen nach Peking, müssen sie noch mal zwei Wochen in Quarantäne gehen. So drakonisch sind die Maßnahmen hier. Und da muss man sehen, was das mit den Lieferketten macht, wie weit die das aushalten können. Ist also dort. Die Wirtschaft hat hier noch eine Menge Potenzial. China ist ja erst beim Bruttosozialprodukt pro Kopf bei 16.800. Da sind wir ja bei Europa, glaube ich, über 40.000 und bei Amerika bei 65.000. Also das ist eine Menge sogenannter Juice in the System, dass wir also davon ausgehen, in der BASF zumindest, dass in den nächsten Jahren China 20% bis 25% des globalen Wachstums darstellen will. In der Chemie ist es noch viel ausgeprägter. Bis 2030 wird 60% des globalen Wachstums in der Chemie in China stattfinden. Und wir haben dann die Situation, dass im Jahr 2030 die Hälfte der globalen Chemieproduktion in diesem Land sein wird. Also wenn man nicht hier mit dabei ist, und wir machen das ja schon, wir haben auch jetzt gerade in der Arbeit ein 10 Milliarden Dollar Projekt, das dieses Jahr mit den ersten Anlagen anfangen wird. Was hat 2021 uns am meisten schockiert? Die Politisierung des Geschäftes. Adidas, H&M stehen dafür. Und dann natürlich bis zum Extremfall Litauen, in dem ein Land abgestraft wird und dazu deutsche Firmen als Geisel genommen werden. Da muss wirklich die Politik eingreifen und sagen, sowas geht nicht. Dieser Eingriff in europäische Binnenmärkte ist nicht akzeptabel. Für die Chinesen ist das ein Versuchsballon, um zu gucken, inwieweit Europa sich da wehren wird. Denn es ist so, dass natürlich Litauen für China relativ unwichtig ist. Aber die Tschechei und die Slowakei und Slowenien natürlich, die in letzter Zeit sehr enge mit Taiwan zusammen waren, natürlich praktisch damit zu warnen, dass sie sagen, also lasst ihr euch mit Taiwan ein, dann wird euch Wolfsburg oder Ingolstadt oder andere dann schon die Leviten lesen, dass ihr das lassen müsst. Da müssen wir sehen, wie das geht. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine Aufforderung an China, das zu replizieren, wenn die deutsche Politik oder europäische Politik da jetzt nicht stramm auftritt und da China im Grunde genommen sagt, das geht nicht und dass wir da wieder rauskommen aus der Ecke, so politisiert zu werden. Die Politisierung kam auch gestern bei dem Deutschen Kammer-Dings ganz gut dabei raus. Man wird ja eben als Firma immer wieder abgestraft und deswegen gucke ich auf die Olympiade mit etwas Schrecken, nämlich dort kann es ja sein, dass dann China relativ negativ rüberkommt in den Medien oder öffentlichen Wahrnehmung und dass dann gleichzeitig hier ein Social-Media-Shitstorm stattfindet, der sich irgendwo austoben will und das sind natürlich auch gerade mal wieder die Ausländer. Es ist auch interessant, dass gestern wieder von der chinesischen Behörde, nicht Zeitung und nicht Social Media, behauptet wird, dass ein kanadisches Paket den Omikron-Virus hier eingeführt hat.
Und der in Social Media natürlich dann gerüchteweise hieß, das haben die Amerikaner mit Absicht gemacht, in dieses kanadische Paket den Virus, damit die Olympiade hier gestört wird. Und das hat natürlich schon wieder so Xenophobie im Internet geführt. Völliger Schwachsinn, natürlich zu glauben, dass ein Paket, das 6 Wochen unterwegs ist, den Virus aushält, der schon normalerweise nach kurzer Zeit kaputt geht, sich sowieso nicht auf einem Paket halten kann. Aber mit solchem Schwachsinn haben wir hier zu tun. Meine Sekretärin zum Beispiel, heute bekam ich ein Amazon-Paket, sagte, also das sollte ich lieber selbst aufmachen und selbst desinfizieren. Der Zoll würde ja das Außen desinfizieren, aber ich müsste das machen für das Innere. Da kann man nur sehen, wie weit die Propaganda wirkt. Wir haben EU-Kammer einige Papiere rausgelassen. Rainer war ja so nett, uns zu loben. Wir sind im Grunde genommen die Lobbyplattform. Wir sind komplementär zur Deutschen Kammer, die eher Handelsförderung betreibt. Und das, wir haben 3 Papiere rausgegeben, die mehr oder minder ein Thema hatten. Im Januar Decoupling Amerika-China, was macht das mit den europäischen Wirtschaften? Die Gefahren, die sich daraus ergeben, auch für uns operativ hier. Das zweite ist unser dickes Papier, das sogenannte Position Paper. Das kommt immer im September raus, sind satte 430 Seiten mit 900 Vorschlägen, wo es denn im Grunde ein Problem ist. Und da hatten wir das Thema Autarkie. Die chinesische Wirtschaft ist auf dem Weg, versucht eine Autarkie zu werden, um eben jetzt vom Ausland nicht irgendwie gestresst werden zu können. Und das letzte Papier haben wir im letzten Monat rausgelassen, über Standards. China versucht politisch Standards zu beeinflussen. Etwas, was in Europa normalerweise aus dem Industriellen herauskommt, wird hier mit staatseigenen Betrieben oder mit Staatsgeld versucht, dass China sich jetzt nun die Standards aus dem europäischen Raum, das Europa war ja immer sehr stark im Standardsetzen, de facto das übernimmt. Also von daher, wir haben hier ein Abwenden von China, von der Weltmarkt. Das zeigt sich ja nicht nur jetzt in Investitionen, die man versucht jetzt domestic oder innerchinesisch zu leiten. Nein, wir haben auch kaum noch Flüge. Es werden ja dauernd Flüge abgesagt. Lufthansa, glaube ich, hat nur noch einen Charterflug, jetzt 2, 3 Charterflüge bis März. Linienflüge sind alle abgestellt worden. Wir haben gleichzeitig auch eine Situation, chinesische Mitarbeiter von mir sagen das und auch Freunde, die mit einem deutschen Ehepartner unterwegs sind. China hat im August aufgehört, Pässe auszustellen. Das heißt, also wenn ein neues Kind kommt, kriegt keinen Pass. Wenn sie einen Pass haben, der abgelaufen ist, kriegen sie keinen neuen Pass. Oder jetzt in einem Fall einer Chinesin, die mit einem Deutschen verheiratet ist, die wollte einen Pass haben, der mehr als noch eine freie Seite hat. Und da wurde ihr gesagt, das geht nicht, obwohl sie 3 deutsche Kinder hat und ihren Mann bekommt sie momentan keinen Pass. Das ist natürlich schon sehr extrem. Und das hat nichts anderes damit zu tun, als dass im Grunde genommen das Land wirklich jetzt nun die Wände hochzieht. Wir haben im Grunde genommen aber auch Themen, mit denen wir mit China übereinstimmen und wo wir wirklich eng zusammenarbeiten, Klimawandel. Da hat China sich stramme Ziele gesetzt, 2030 Peak of Emissions, 2060 Carbon Neutral. 2030 sollte überhaupt kein Problem sein. 2060 sehe ich als fast unerreichbar an. Aber die chinesische Regierung probiert das und dadurch, dass, sagen wir mal, jetzt wirklich sehr viele neue Leute da sind, die Echokammer des Präsidenten, der gesagt hat, wir müssen carbonneutral sein, holt natürlich jeder jetzt seine eigene Werkzeugkiste in jeder Provinz raus und versucht, das Problem direkt anzugehen. Das führte zu dieser Energiekatastrophe September, Oktober, November, wo wir auf einmal überall Firmen abgestellt waren und keinen Strom hatten, weil de facto alle gesagt haben, 30% weniger Strombedarf, also stellen wir mal eben ein paar Schwergewichte ab. Das hat man relativ schnell in den Griff gekriegt, aber es war eine Schockwirkung nach dem Motto, wie konnten wir mit unserer Politik so daneben liegen? Die Energiekrise im Herbst war vielleicht ein ganz guter Wake-up-Call. Von daher, ich habe jetzt 20 Minuten geredet. Ich höre mal jetzt auf und glaube, ich habe genug Themen gesetzt, dass ich jetzt gerne auf die Fragen antworten werde. Vielen Dank, lieber Jörg, für diese Einführung. Tatsächlich, viele Themen sind gesetzt. Ich hätte schon eine ganze Reihe von Fragen. Es sind einige interessante Fragen schon gekommen. Ich will trotzdem vorher von mir mal eine grundsätzliche Frage stellen. Ich habe den Eindruck, dass es einen gewissen Disconnect gibt zwischen der politischen Ebene in Deutschland oder der Deutschen
Bezug auf China und der Wirtschaft. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass diese beiden Sphären nicht eng korrelieren und zusammenarbeiten, andere Eindrücke haben. Speziell viele Mittelständler, so ist mein Eindruck, haben den Eindruck, als wenn es wirklich nur noch ausschließlich um Wirtschaft geht und gut zu performen in dem Markt und alles andere wird sich schon irgendwie regeln. Ich weiß, ihr als Kammer seid der Scharnier zwischen diesen beiden, aber teilst du diese meine Einschätzung, dass die beiden Sphären Politik und Wirtschaft irgendwie nicht richtig zusammen synchronisiert sind? Ganz sicher. Ich glaube aber auch da, dass de facto die Wirtschaft über die letzten Jahre hier in China ganz gut gefahren ist und im Grunde genommen sich von Politik weghalten will. China sorgt aber dafür, dass immer mehr politisiert wird. Man versucht sich erstmal abzutauchen und zu sagen, naja, es betrifft mich nicht, wird schon nicht so schlimm sein. Und gleichzeitig stellt man aber auch fest, dass man in seinem Home-Territory zu Hause eher Erklärungsbedarf hat, entweder bei Politikern oder bei NGOs oder bei der öffentlichen Meinung. Warum seid ihr denn da so dicke mit China zugegangen? China ist doch ein Menschenrechtsverletzer. Dann kommt immer Xinjiang in Hongkong und so weiter und so weiter. Ich glaube, vielen Firmen ist gar nicht aufgefallen, dass da ein Wertewandel war, wie man China gesehen hat. Und dass sich dann eben nicht nur jetzt in öffentlicher Meinung ausdrückt, sondern eben auch in Gesetzen. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz, das, glaube ich, nächstes Jahr kommen wird, wird viel von uns große Kopfschmerzen besorgen, denn dort müssen wir beweisen, dass in unseren Lieferketten gerade in Hinsicht auf Xinjiang keine Forced Labor sozusagen eingesetzt worden ist. Schwierig für uns. Und ich versuche das hier mit der chinesischen Regierungsspitze immer zu thematisieren, um ihnen bewusst zu machen, dass ihre Politik selbst wohlwollenden Firmen wie unseren das Leben wirklich schwer macht. Bis hin zu den Kapitalmärkten, die gerade auch von den Amerikanern natürlich betrieben worden sind. Marco Rubio steht dafür, der de facto natürlich jetzt sich erstmal die Multinationals auf die Kimme nimmt und sagt, okay, wie weit seid ihr denn dort exponiert? Dann werde ich eben ein Gesetz machen, in dem zum Beispiel alle Pensionsfonds in Amerika sich aus deutschen oder europäischen Firmen zurückziehen. Und das bedeutet natürlich erstmal ein paar Milliarden. Das sind natürlich wirklich auch nochmal Situationen, die auch dem Mittelstand nicht so bewusst ist, wie groß der Druck von öffentlicher Meinung, aber auch von Kapitalmärkten auf uns liegt. Auch gerade was Emissionen angeht, haben wir natürlich auf unsere Fahnen geschrieben, wir wollen carbonneutral sein. Damit müssen wir dann auch wirklich damit rechnen, dass wir das zeigen müssen, dass wir da richtig unterwegs sind. Aber carbonneutral in China unterwegs zu sein, wenn 60-70% aller Strom aus der Kohle kommt, ist eben wahnsinnig schwer. Da sind wir auf einmal in dieser Zwickmühle, das ist der große wachsende Markt. Gleichzeitig habe ich weltweit gesagt, ich werde bei 20, 30, 40, 50 carbonneutral sein. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich hier Anlagen hinstelle, die de facto immer noch aus Kohle kommen. Also von daher ist die Komplexität enorm gewachsen, hier Geschäfte zu machen. Wir müssen hier unterwegs sein. Ich sage immer, das größte Risiko im China-Geschäft ist nicht in China zu sein. Aber die Komplexität hat definitiv zugenommen. Und in der Tat, China mit seinem robusten internationalen Auftreten hilft uns nicht besonders, jetzt da Brücken zu bauen. Vielen Dank. Ich gehe jetzt in die Frage rein. Die gefallen mir alle sehr gut. Ich fange einfach oben an. Erste Frage von Moritz Kleff. Wie beurteilen Sie die regulatorischen Veränderungen in letzter Zeit, insbesondere Xi's Buzzphrase Push for a Common Prosperity? Ist es eine Rückbesinnung auf kommunistische Ideale oder Machtpolitik der kommunistischen Partei? Ja, das ist schwierig. Also in der Tat, letztes Jahr war ziemlich eine Rumpelkammer hier, gerade was also nicht nur die Erziehungs-, diese Tutorials angeht, wo also Firmen de facto Millionen angestellt haben, um den Kids hier über die Hürden zu helfen. Nein, es wurden ja auch die ganze Spielindustrie, die in anderen Bereichen auch. Das hat sicherlich damit zu tun, dass in der Tat die Staatsführung versucht, wieder dieses Ungleichgewicht in der Gesellschaft einzufangen. China hat ja einen Gini-Faktor, der weit über 45 ist.
Europa, Deutschland, glaube ich, 28, 29. Amerika ist ja ähnlich prädestiniert als auch Brasilien. Nur China ist ein kommunistischer Staat. Die identifizieren sich jetzt nicht mit diesem Raubein-Kapitalismus in Amerika oder diesem Drittländerstatus, den Brasilien immer noch hat. Also von daher ist das Selbstgefühl dessen, wir müssen da was machen. Und in der Tat wird da eher mit Steuern dagegen gehalten, wird man mit Common Prosperity damit rechnen müssen, dass da der Staat doch überall stärker was zu sagen hat. Das verunsichert hier alle meine Nachbarn. Ich lebe in einem sehr schönen Compound enorm. Man ist bisher bewusst an die Sache rangegangen nach dem Motto, ich mache hier Geld, ich bleibe aus der Politik raus und die lässt mich alleine. Die Politik lässt hier keinen mehr alleine. Und das ist natürlich für die Leute extrem irritierend. Common Prosperity ist im Grunde genommen etwas, wo schon gegengerudert wird. Der Vizepremier, der sehr vernünftige Leo He, hat da gleich gesagt, übrigens, das ist etwas, um den Kuchen größer zu machen und gemeinsam gerecht zu verteilen. Das hat auch der Präsident diese Woche in Davos nochmal vom Besten gegeben. Also man erkennt auch, dass man damit im Grunde genommen die chinesische Elite mehr verunsichert hat, als vielleicht nötig war. Aber wie das nun ablaufen soll, weiß hier wirklich ehrlich gesagt gar keiner. Im ersten Moment Common Prosperity hörte sich so an, als würden hier die Leute aufgefordert werden, keine Mercedes oder keine Breitling-Uhr oder kein Louis Vuitton mehr zu kaufen. Und das führte dann innerhalb von 3 Tagen, verloren diese großen Luxushäuser an Börsenwert von 60 Milliarden US-Dollar. Eine Rede Xi Jinping, Common Prosperity, 60 Milliarden gehen den Bach runter. Sieht man die Wirksamkeit der Politik. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Gerhard Wittmann. Das Europäische Parlament hat bisher die Zustimmung zum Investitionsabkommen verweigert, welches die deutsche Ratspräsidentschaft mit China verhandelt hat. Ich frage mich, ob das eine geeignete Sanktion gegen China ist. Aus meiner Sicht hat China an einem Abkommen zu mehr Chancengleichheit für europäische Firmen auf dem chinesischen Markt kein großes Interesse. Schätze ich das falsch ein? Ja, also ich war ja nun an der Front mit diesen 7 Jahren Verhandlungen als Kammerchef. Wir wollten das unbedingt haben und ich muss sagen, ich bin der Kanzlerin sehr dankbar gewesen, dass sie am Ende eine Deadline gesetzt hat und gesagt, also in meiner Präsidentschaft passiert es, wenn das nicht passiert, dann gehen wir nach Hause. Das hat der Präsident ernst genommen und hat sich selbst eingeschaltet und dann hat es ja auch 6 Wochen vor Jahresende noch geklappt. Ich war da ganz froh drüber, da waren nicht viele froh drüber, ehrlich gesagt. Da war ein enormer Gegenwind in der öffentlichen Meinung und der Deal, muss man da ganz ehrlicherweise sagen, war ja auch so ein bisschen wie Blümchenkaffee. Also man konnte den Bodensatz ganz gut erkennen. Da war nicht viel Substanz da drin. Nichtsdestotrotz, für uns war es wichtig, überhaupt mal zum Abschluss zu kommen, einige Punkte besetzt zu haben und dann zu gucken, wie weit wir das vorantreiben wollen. Und von daher waren wir bitter enttäuscht über die Sanktionen, die praktisch den Deal unmöglich gemacht haben. Also im Hinterblick muss man behalten, die Amerikaner haben ja wegen Xinjiang 4 chinesische Parteipolitiker sanktioniert und eine Firma. Damit wurden sie abgestraft mit einem Sanktionieren von Marco Rubio, Ted Cruz und anderen. 4 Individuen und eine Firma. Da haben sich die Europäer gesagt, naja, das ist ja nicht so schlimm. Ich muss ja auch irgendwas machen, mache ich mal eben auch mal 4 Individuen und eine Firma. Und haben sogar noch extra pensionierte Politiker genommen, damit der Schaden nicht so groß ist. Dass man erkennen kann, also guck mal, China, ich muss das jetzt leider machen, öffentliche Wirkung, Demokratie, aber so meine ich es ja eigentlich gar nicht. Die Chinesen haben die Mutter aller Sanktionen herausgeholt und haben ja nicht nur 5 Parlamentarier sanktioniert, sondern haben ja auch in der EU-Kommission 27 Botschafter abgestraft, Merricks, andere Thinktanks. Da sind hunderte von Leuten sanktioniert worden und wir waren alle ganz baff, wie so eine Misskalibrierung überhaupt stattfinden konnte. Wer hat sich sowas überlegt hier in der Pekinger Führung? Deswegen war für mich sofort klar, der Deal ist tot. Da geht gar nichts mehr. Erstens mal, wie soll man aus der Ecke wieder rauskommen? Die Chinesen sagen natürlich, die Europäer haben die ersten Sanktionen gesetzt, stimmt auch. Aber wie sollen sie denn aus der Ecke wieder rauskommen, dieses Mismatch an den Sanktionen? Und ich glaube, China hat das auch falsch eingeschätzt. Und deswegen aus der Ecke rauszukommen, Sanktionen sind meistens sowieso nicht förderlich. Sanktionen erlassen ist einfach, Sanktionen wieder aufheben ist schwierig, siehe Kuba. Aber wir haben, oder auch Russland,
Und wir haben die Situation eben auch, dass diese Sanktionen mit Xinjiang verknüpft worden sind. Und hier hat sich ja nichts groß was verbessert. Jeder Politiker in Europa muss dann erklären, warum er trotz der Tatsache, dass sich da nicht mehr Transparenz oder mehr Accountability ergeben hat, die Sanktionen zu lüften. Und wie ich vorhin auch sagte, das Investitionsagreement, so schön wie es war, war es doch nicht so viel wert, dass man da jetzt so dieses politische Kapital benutzt, da reinzugehen. Hinter den Kulissen sind Bemühungen, da was zu machen. Man hat die Sanktionen aber verlängert im November. Also ich sehe da wenig Möglichkeiten. Ich renne hier immer nur rum in Staatsstellen und sage den Leuten, auch ihr als Chinesen hättet mehr Planungssicherheit in Europa. Euch wäre das auch sehr wichtig gewesen. Es ist also kein einseitiger Deal, wo wir nur was davon hatten. Aber ihr müsst jetzt im Grunde genommen die Reformen, die ihr da angesprochen habt, und es ist die Golfen, die müsst ihr eben jetzt ohne dieses Agreement umsetzen. Dann werden wir am Ball bleiben. Ja, vielen Dank. Nächste Frage von Mike Schauer. Wie beurteilen Sie die kurzfristige Entscheidung, die steuerlichen Vorteile von Expats vorher beizubehalten? Die Entscheidung wurde nun um 2 Jahre vertagt, aber ist China wirklich weiter daran interessiert, internationale Expertise langfristig ins Land zu holen? Also das ist einer meiner kleinen Erfolgserlebnisse, muss ich sagen. Ich habe ja nur 3 Jahre lang Lobby gemacht. Wir waren ja nicht alleine. Wir haben auch mit den Amerikanern und wir hatten mit dem Flankenschutz auch der anderen Kammern da wirklich überall antichambriert. 3 Jahre lang und wir trafen nirgendwo auf irgendein positives Zeichen. Und ich sah eigentlich im Grunde genommen auch wenig Möglichkeiten, dass in dem Jahr, wo der Präsident sozusagen in den Primaries ist, also im Oktober will er zum dritten Mal antreten, dass man da vielleicht den Ausländern noch eine Steuererleichterung beibehält. Ja, wir haben das ja seit Jahren. Man wollte das abschaffen. Deswegen muss ich wirklich sagen, ich hatte ein außergewöhnliches Treffen mit dem Außenhandelsminister, Herr Wang, im Oktober. Man glaubt es auch kaum, ich war der einzige Ausländer, den er in 2021 überhaupt getroffen hatte. Der Außenhandelsminister trifft keine Ausländer, eine Ausnahme. Und ich muss sagen, das Meeting war ungeheuer produktiv. Wir haben dort Themen angesprochen, zum Beispiel jetzt die Lehrer zurückzubekommen. Ich habe immer wieder versucht zu erklären, wie wichtig ausländische Schulen für uns sind und wie diese ganzen Ausländer abgestraft werden, dass sie nur CEOs reinlassen oder die Forschungsentwicklungschefs und so weiter. Ich habe gesagt, wenn wir keine Lehrer haben, kommen die auch nicht. Und deswegen hat er dann wirklich einen Stab eingerichtet, der mit der EU-Kammer de facto und der Organisation, die die ausländischen Schulen vertritt, dafür sorgt, dass die ihre Visa bekommen. Und das klappt auch ganz gut. Und bei der Gelegenheit hatte ich auch die Steuern erwähnt, was ihm nicht so bewusst war, weil das ja auch eher ein Thema des Finanzministeriums ist, die auf keinen meiner Briefe oder Möglichkeiten überhaupt reagiert haben. Und er hat sich das sehr genau angehört. Und ich habe ihm auch gesagt, diese Steuererleichterung, die habt ihr nicht gemacht, weil wir so schöne blaue Augen haben, sondern weil ihr Experten haben wolltet. Und diese ganzen Häuser-Rents hier, die ganzen Mieten sind ja wahnsinnig teuer. Also auch die Schulen sind natürlich sehr teuer. Wenn ihr das besteuert, dann werden wir in etwa die Hälfte aller Expats verlieren. Und wir haben eh schon die Hälfte aller Expats verloren. Und da sind ja wichtige Leute dabei, die man nicht lokalisieren kann. Es gibt, Sie glauben es wahrscheinlich nicht, wir haben momentan in Shanghai und in Peking zusammengenommen weniger Ausländer als in Luxemburg. Wir sind ja, glaube ich, etwas über 200.000 Leute in beiden Städten. Also 0,1%, 0,2% der Bevölkerung. Und da habe ich gesagt, das wird noch viel schlimmer werden und das wird dann wirklich auch unseren Anbindung an die Headquarters zerstören. Und das hat er sich genau angeguckt. Er hat danach viele Studien von mir verlangt. Die haben dann wahrscheinlich antichambriert und Anfang Dezember steckte er mir oder sein Mittelmann zu, da kommt was und am 31. kam dann die gute Nachricht. Wir sind also extrem dankbar für diese Intervention des Außenhandelsministeriums. Wir sind extrem dankbar dafür, dass man erkannt hat, dass doch Ausländer wichtig sind im System. Wir haben das auch als Symbol positiv wahrgenommen. Und von daher kann ich nur sagen, das kam zum richtigen Zeitpunkt, mal eine gute Nachricht. Vielen Dank. Nächste Frage von Michael Marx. Inwieweit unterliegen Sie persönlich und Ihre Mitarbeiter dem Score-System? Ich persönlich nicht, aber die Firma natürlich und meine Mitarbeiter, chinesische Mitarbeiter garantiert.
Das mit den Mitarbeitern, das ist etwas, was natürlich schon seit längerem existiert. Millionen haben ja nun auch dort schon Zugang zu Banken oder zu Tickets verloren, weil ihr Score so schlecht war. Dieses Social Credit System hat natürlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass in der Tat es ein Social Credit System ist, aber die ganze Ausrichtung eher auf negativ, auf Bestrafung, auf Debit ist. Und ich immer wieder die Führung anmahne, sage ich, Leute, wenn ihr das Credit nennt, müsst ihr auch mal Positives da reinbauen. Das heißt, man kann das ansteigern oder man kann Punkte sammeln sozusagen. Bei den Firmen haben wir noch nicht so viel Einfluss gehabt. Da wird das erstmal getestet. Wir haben aber viel Lobbyerfolg gehabt in den letzten Jahren, die regulative Umfeld zu ändern. Nämlich die Bedeutung, dass zum Beispiel Sie vielleicht ein Problem beim Zoll haben und dann als Firma auf einmal die ganze Kiste an negativen Entwicklungen von anderen Ministerien, anderen regulativen Behörden haben, sprich mehr Audits vom Umweltministerium. Bei den Banken müssen sie höhere Zinsen zahlen. Bei den Umweltbehörden haben sie noch andere Probleme. Also das haben wir abgeschaltet. Momentan muss man wirklich sich da vorbereiten, seine Hausaufgaben machen. Die BASF hat da einen wahnsinnigen Aufwand betrieben. Wir haben sogar unsere Länderstruktur umgestrickt, um zu gucken, wie weniger Exposure wir haben, wie weniger unsere Leute, unsere Firmen anfällig sind. Das letzte kleines Beispiel ist eben, wir haben relativ wenige Leute, die in unseren lokalen Boards bei 50 Veranstaltungen für 50 Joint Ventures oder Ventures sitzen. Nun, wenn einer von denen abgestraft wird, als legaler Vertreter sind alle seine Firmen dran. Ja, und da haben wir jetzt gesagt, okay, dann machen wir das mal so, dass wir eben wirklich nur pro Kopf 1-2 Board-Seats haben. Falls einem was passiert, da sind die anderen nicht alle fällig. Solche Sachen muss man sich eben bedenken. Danke. Die nächste Frage von Franz Kaps. Wie stellt sich die Kammer zu den Fragen Menschenrechte? Ja, das ist eine ganz schwierige Kiste, weil im Grunde bei dem Wort Menschenrechte meine Mitglieder immer unter den Tisch rennen und überhaupt nicht gesehen werden wollen. Das ist wahnsinnig schwierig, natürlich auch im Hinblick darauf, dass eben durch diesen Covid-Druck, durch den Wegfall von Expats, sagen wir mal, sehr viel mehr chinesische Staatsbürger in Top-Positionen reinkommen, für die das eine ganz andere Thematik darstellt. Nach dem Motto, Menschenrechte ist eine Provokation für China, da mache ich nicht mit. Das Headquarter jammert rum und hat da seine Probleme bei den NGOs, Parlamenten, Regierungen oder öffentliche Meinung. Da gibt es eine Dissonanz auf einmal. Und für mich als Kammerchef hier ist natürlich wahnsinnig wichtig, die Sensibilisierung des lokalen Management herzustellen, zu sagen, also Xinjiang ist ein Problem, weil die Wahrnehmung bei denen ist, es kein Problem. Und da muss man im Grunde genommen jetzt mit Audits reingehen oder man muss gucken, wie man sich da aufstellt. Ich versuche hier immer wieder auch klarzumachen, dass ein Stimmungswechsel in Europa ist. Bei den Wahlen in Deutschland hat man es ja gemerkt, mehr werteorientierte Diskussionen. Jetzt haben wir ja auch Parteien drin, drei, die sicherlich zwei davon zumindest sehr viel stärker auf Werte setzen werden. Muss man sehen, wie weit das durchhalten. Aber nichtsdestotrotz, die Umsetzung hier ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich auch das System nicht besonders freundlich darauf reagiert. Ich bin immer noch dabei, hier offen das anzusprechen. Und ich muss sagen, zu meinem Erstaunen oftmals, wenn ich sehr direkt über die Situation in Xinjiang spreche, hinter verschlossenen Türen, werde ich jetzt nicht mit Terrorismus-Lektionen vollgemüllt, sondern man hört mir geduldig zu und man versucht das auch zu einzunorden. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, dass für meine Firma es wahnsinnig wichtig ist, dass wir Medienvertreter nach Xinjiang reinbekommen, damit die darüber berichten können, weil China, Peking natürlich immer sagt, da ist kein Problem, aber du kannst leider nicht hingehen. Und wir natürlich versuchen zu sagen, also es ist eine Sache, jetzt zu sagen, we don't do this, but we have to prove it. Aber ich glaube, dass da wirklich die Headquarters in Deutschland sehr viel mehr Arbeit leisten müssen, um hier ihre Dependancen zu sensibilisieren, dass eben, sagen wir mal, auch an den Aktienkursen oder in der öffentlichen Wahrnehmung das wahnsinnig wichtig ist, dass man diese Themen in der Tat hier auch in die Regierung reinträgt. Vielen Dank. Die nächste kommt von Herrn Scharinger.
Wie ist die Zusammenarbeit innerhalb der EU-Kammer in Peking? Gibt es Schwierigkeiten entlang der politischen Schwierigkeiten innerhalb der EU und Europa mit bestimmten Ländern, zum Beispiel Ungarn, Polen? Nein, also gar nicht. Wir sind auch, man glaubt es ja kaum, gerade als Europäer ist man ja an Dissonanzen gewöhnt. Wir sind hier eine total geeinigte Kammer, wir sind 1700 Mitglieder. Wir sind sehr viel stärker zentralisiert als die deutsche Kammer oder andere Kammern. Die amerikanische Kammer ist zum Beispiel völlig unabhängig in drei Teile zerfallen. Wir sind eine Kammer, eine Counting, ein Boss, ein Board und so weiter. Das läuft also wirklich hervorragend bei uns, da die Abstimmung. Wir haben sehr starke lokale Chairs. Viele von denen sind übrigens Deutsche. Und wir haben da im Grunde genommen auch die Tatsache, dass, sagen wir mal, 20% aller Mitglieder Deutsche sind. Ich glaube, 22% sind sogar Italiener. Wir haben mehr italienische Mitglieder als deutsche, Franzosen auch. Polen haben wir 3, 4, Ungarn, glaube ich, nur eine. Da fällt das nicht so ins Gewicht. Da haben wir nicht die Probleme, da am runden Tisch zu sitzen. Jeder hat dieselbe Stimme. Und da sind wir uns eigentlich auch alle einig. Wir sitzen hier zusammen mit einem Problem, das Marktöffnung darstellt. Und von daher haben wir nicht diese Dissonanzen, die wir in Brüssel wahrnehmen. Vielen Dank. Gabriele Köhler kommt nochmal auf die Menschenrechte zurück. Was ist denn Ihre Strategie, die Menschenrechtsverletzungen und den Genozid, zum Beispiel in Xinjiang, anzugehen? Ja, wir können es nicht ändern. Wir haben ja Anlagen dort. Wir können das ansprechen. Man könnte natürlich jetzt die Schlussfolgerung machen, dann ziehe ich mich zurück. Hilft natürlich auch wenigen Leuten. Aber im Grunde genommen müssen wir erkennen, dass unser Einflussbereich bei unseren Fabriktoren endet. China reagiert ja kaum auf die Amerikaner oder auf europäische Politik oder auf Großstaaten wie Deutschland. Da werden sie garantiert auf Mercedes, BMW oder BASF überhaupt nicht hören. Das juckt die gar nicht. Man muss auch wirklich da Realismus zeigen und sagen, China kann sehr gut die Abwanderung einiger deutschen Industrien nehmen. Das Xinjiang ist für sie eine Staatssicherheitsfrage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns als Europäer wirklich wichtig und auch als Deutsche, da jetzt nicht den Mund zu halten, sondern das anzusprechen und eben auch dafür zu sorgen, dass in unserem Einflussbereich jetzt nicht nur innerhalb unserer Fabriktore, sondern eben auch in unseren Suppliers, also und auch bei unseren Kunden, wir davon ausgehen können, dass die keine gezwungenen Arbeiter, forced labor haben. Sorry, für 30 Jahre Ausland ruiniert mein Deutsch. Und da haben wir das in der Tat hingekriegt, damals noch. Jetzt ist das sehr viel schwieriger geworden, dort Audits zu machen, weil die Firmen nicht mehr wollen. Ja, also die großen vier zum Beispiel sind nicht darauf erpicht, jetzt mit dem Mikrofon durch Xinjiang zu gehen und Fragen zu stellen. Hast du denn einen Arbeitsvertrag? Wirst du bezahlt? Krasse religiöse Freiheit. Alles das, was wir innerhalb unserer europäischen Firmen als Schutz schaffen, sodass wir bei uns eben in der Tat die Leute kein Schweinefleisch essen müssen oder dreimal am Tag oder viermal am Tag in der Fabrik aber beten können. Das gibt es dann nicht. Für die Leute sind wir wichtig als Mahnmal. So geht es nämlich auch. Und dann das andere in der Tat ist dafür zu sorgen, dass Medien Zugang haben zu Xinjiang. Und da bin ich froh, dass ich da im Grunde genommen instrumental dabei war, als das ARD und das Handelsblatt uns im Juli besucht hat. Aber in der Tat, wir können hier wirklich, da muss man realistisch leider sein, wir können hier wenig bewegen. Da muss die Politik ran. Wir können hier nicht die Arbeit der Politik übernehmen. Vielen Dank. Jona Grimm fragt, China hat mehrere Technologien als Schlüsselbereiche definiert, in denen es Weltführerschaft will, zum Beispiel KI, Biotech. Wie groß ist die Gefahr für die europäischen Unternehmen? Reichen bisherige Strategien aus und Förderungen aus? Ja, in der Tat, das ist das, was ich glaube, ich in dem einführenden Titel zu dieser Veranstaltung sagen wollte. China muss für uns ein Sputnik-Moment werden. Wir müssen feststellen, dass die nicht auf uns warten, dass die gerade bei Artificial Intelligence enorm weit sich entwickelt haben und auch bei Drohnen und bei anderen Technologien und sich eben gesagt haben, wir sind so erfolgreich, wir sind die Gewinner der Zukunft, der Westen ist auf dem Weg zum Ausgang, da müssen wir eben Gas geben und jetzt auch in anderen Bereichen brillant sein. Wir müssen dagegen halten und zwar jetzt nicht nur durch Sanktionen, das würde uns selbst eher schaden, sondern wir müssen sehen,
wo China gut ist und wo wir vielleicht auch von China lernen können. Risikobereitschaft, Venture Capital zum Beispiel stärker auszuprägen und dann eben auch mal ein bisschen mehr Risikobereitschaft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei uns in Shanghai und da sind wir durchs Forschungszentrum gelaufen und dann hatten wir 3-4 Stationen aufgebaut und da konnte sie sich angucken, was wir da in Shanghai machen. Da sagte sie, oh, das ist aber interessant. Wie lange hat denn das gedauert? Da sagte unser Spezialist 1,5 Jahre. Und dann sagte sie, wie lange dauert denn sowas in Deutschland? Dann sagte der 3 Jahre. Dann sagte, wie kann denn das sein? Dann sagte er, ja, weil mein Kunde im Grunde genommen risikofreudiger ist und eben auch schnell mal was ändern kann, um jetzt nicht wie in Deutschland aus dem Forschungslabor, ich sage da immer, man muss da den Hosenträger und den Gürtel haben, damit man sicher geht, dass die Hose nicht runterrutscht. Hier lernt man Geschwindigkeit, hier lernt man Risikobereitschaft. Und das ist etwas, wo wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Deswegen halte ich es auch als fatal, wenn wir hier unsere Ausländer abziehen. Mein CEO, der Martin Brudermüller, war 9 Jahre lang mein Chef in Hongkong. Und als er dann CEO wurde 2018, hat er gesagt, ich will den China Spirit in Ludwigshafen einführen. Ja? Nach dem Motto, ich will dafür sorgen, dass die Leute schneller reagieren, mehr auf die Kunden orientiert sind, dass die chinesische Stärken und auch mit neuen Systemen. China ist ja sehr schwach im Herstellen von neuen Produkten, aber sehr gut im Anwendungsbereich. Und da müssen wir lernen, auch schneller zu sein. Wir müssen unser Erziehungssystem etwas mehr auf Wissenschaft trimmen, auf mehr Physik, Biologie und Chemie, auf mehr Mathematik. Wir müssen da mehr fördern. Wir müssen da mehr auch Gelder zur Verfügung stellen. Meine Kinder haben die deutsche Schule 2020 verlassen. Ich konnte es nicht mehr aushalten mit dem ganzen Papierkram. Die sind auf die internationale Schule gegangen. Da bekamen sie ein iPad und das war es dann. Keine Bücher. Gestern haben sie uns gesagt, die Schule ist abgestellt worden. Ihr müsst jetzt umstellen. Und das läuft völlig reibungslos. Wir mussten nur für den Kleinen, den 10-Jährigen, sein iPad in der Schule abholen, weil die den nicht mitnehmen wollen. Der 11er und der 13er, die durften ihre Computer hier behalten. Die saßen heute Morgen und haben das gleich gemacht. Deutschland hat in der Digitalentwicklung total geschlafen. Und da müssen wir wirklich noch eine Menge nachholen. Also es ist ein ganzer Bereich, wo ich sagen muss, China können wir kaum beeinflussen, weder bei Menschenrechten noch bei anderen Themen. Das Einzige, was wir erreichen können, ist, uns selbst in den Griff zu kriegen. Und da habe ich mitgeschrieben an einem Buch, das letztes Jahr von der Universität Mannheim rausgekommen ist. Ich kann das gerne an den Rainer schicken, der kann das dann durchreichen. Okay, würde mich auch interessieren. Ich kenne es auch noch nicht. Wunderbar. Nächste Frage von Peter Strüven. Das Abwenden vom Weltmarkt hat doch von den USA unter Trump, wahrscheinlich meinte er, angefangen. Inwieweit ist das Abwenden von China eine Reaktion darauf oder doch eher intrinsisch motiviert? Nein, also das DNA Chinas ist nicht so besonders, jetzt nur auf die Welt zuzugehen. Da gab es die Ming-Dynastie, da gab es Mao, da gab es immer wieder diese Abwendungsphasen. Aber die letzten 30, 40 Jahre zeigen ja, China kann es und China engagiert sich mit uns, was ja auch gut ist. Trump hat garantiert dafür gesorgt, dass China verunsichert wurde und auch gesehen hat, da wird sich nicht groß was ändern. Und die Reaktion Chinas zu mehr Autarkie in der Tat führt dann dazu, dass sie versuchen, eben doch etliche Sachen im eigenen Lande zu machen. In dem Positionspapier, das ich im September rausgegeben habe, sagen wir zum Beispiel auch, dass Autarkie dafür sorgen wird, dass China schwächer wachsen wird. Wir haben dort von der Weltbank eine kleine Studie drin, die zeigt 3 Szenarien. Pro Kopf GDP wird China also im Jahre 2050 oder auch 2030 schon sehr erkennbar, wenn es Autarkie wählt, sehr viel schwacher wachsen, als wenn sie weiter global unterwegs sind. Das haben wir im Grunde genommen auch hier versucht zu punkten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. China hat natürlich auch durch diese Autarkie-Wahn, sorgt sie dafür, dass seine carbon-neutrale Ziele wahrscheinlich verfehlt werden. Wir haben in der Studie eine kleine Papier drin, was sagt, warum will China unbedingt alles Stahl und Aluminium selbst herstellen? Das sind ja extrem energiereich bedarfende Industrien. China produziert mehr als 50% des globalen Aluminium und Stahls und sie können ja jederzeit aus Russland Stahl und Aluminium beziehen, um die Ecke sozusagen von einem verlässlichen Partner, das auf Wasserkraft basiert ist und nicht auf Kohle. Und dann natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel
Kohle in Chemie umwandeln. Ja, etwas, was im Grunde genommen wahnsinnig viel Emissionen bringt. Wir haben uns das mal öfter angeguckt. Ist wirtschaftlich extrem interessant, aber natürlich für den Klimawandel tödlich. China hat jetzt zwar gesagt, sie wollen die Kohle zurückdrängen, aber sie wollen die Kohle zurückdrängen als Kraftstoff für die Kraftwerke, als Mittel jetzt eigenständige Öl herzustellen oder Gase. Das wollen sie ausbauen. Das heißt, also China wird weiterhin Kohle zu Öl und zur Chemie vorantreiben. Das hat einen Beigeschmack von Südafrika und Sasol oder selbst Deutschland im Weltkrieg. Das ist natürlich nicht so gut für den Klimawandel, aber es zeigt uns, zu welchen extremen Mechanismen sie greifen, um eben in einigen Kernbereichen weniger abhängig von der Welt zu sein. Also wir sehen ja auch im Grunde genommen, dass China sich einige Produkte anguckt, sozusagen, wo sie alleine unterwegs sein wollen. Das machen wir in Europa ja auch, meines Erachtens zu Recht. Im Pharmabereich müssen wir eben auch mal reingucken, wie weit wir von China total abhängig sind. Das soll aber jetzt nicht zu einem Protektionismus oder zu einem Abwenden von Globalisierung führen, aber es ist eine legitime Diskussion, in einigen Bereichen auch in Europa zu gucken, wo wir uns zu sehr von China abhängig gemacht haben. Vielen Dank. Und dann die Frage von Klaus Wild. Am 1. Januar 2022 ist RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, in Kraft getreten. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf die deutschen Firmen? Also erstmal grüß Gott, Herr Wild. Ist schon lange her, dass wir uns hier zusammengearbeitet haben und dann natürlich uns in München getroffen haben. Ich sitze hier leider fest und kann nicht nach München. Ich würde diese Veranstaltung auch viel lieber in der Realität machen. Also RCEP ist natürlich ziemlich hochgespielt, propagandistisch. Da sind im Grunde genommen, sagen wir mal, Studien unterwegs, die zeigen, dass sich da eigentlich relativ wenig tut. RCEP ist natürlich eine sehr dünne Veranstaltung. Tarife betrifft das primär. Hilft unglaublich viel auch Korea und Japan, die ja selbst gar kein Freihandelsagreement untereinander hatten. Auf einmal haben sie da etwas drüber gestülpt bekommen. China ist auch im Grunde genommen Nutznießer des Ganzen. Aber alle Studien zeigen, dass für Südostasien zum Beispiel relativ wenig darüber kommt. Was springt für uns dabei raus? Also ich sehe da keine Furchtszenarien nach dem Motto, Asien geht es alleine und wir fallen hinten runter. Zumal wir ja als Europäer sehr starke und sehr tiefe Freihandelsagreements haben mit Korea, mit Japan, mit Singapur, Vietnam. Die sind jetzt gerade dabei, mit Australien und mit Indien sich zu verhandeln. Mit Indien wird wahrscheinlich 30 Jahre dauern. Aber wir haben sehr gute Positionen hier. Unsere Firmen werden sicherlich als Lokalansässige auch davon partizipieren. Aber man muss da die Kirche im Dorf lassen. Also revolutionär wird da nichts sein. Wir haben dort nur Tarife und einige ganz kleine Stellen, während unsere Verträge ja auch im Umweltsektor, im sozialen Sektor, im Streitmanagement sehr viel weiter vorangegangen sind. Aber natürlich schon mal ganz gut, dass man sich auf irgendetwas wiederum geeinigt hat und das vielleicht als Plattform nimmt, um eben dann den nächsten Schritt zu gehen. Ja, vielen Dank. Damit haben wir die Fragen aus dem, jetzt kommt noch eine letzte, ich nehme noch eine letzte rein, von Moritz Kleff nochmal. Wie stehen Sie zur amerikanischen Ausrichtung auf Asien und unsere deutsche Beteiligung daran? Stichwort Fregatte Bayern. Aha, sehr interessant. Also ich meine, gut, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und eine Fregatte macht noch keinen Weltmeister. Ich glaube, dass da Europa aufpassen muss, jetzt nicht über seine Verhältnisse zu agieren, sondern weiß, was ihre Stärke ist. Ihre Stärke ist eher im wirtschaftlichen Sektor. Und da sollten wir auch aufpassen, dass wir da nicht nach der Pfeife der Amerikaner tanzen, sondern erstmal nach unseren eigenen Interessen definieren, was wir wollen und dann eben auch mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Deutschland hat ja nun die G7-Präsidentschaft. Das ist wirklich eine sehr gute Plattform, um das mal unter Like-Minded sozusagen abzustimmen. Aber wir müssen gucken, wo unsere Stärken sind und nicht versuchen, da zu punkten, wo unsere Schwächen sind. Von daher glaube ich wirklich, Standards ist wahnsinnig wichtig, dass wir da mit den Amerikanern mal gucken, wie wir da zusammenarbeiten können, wie wir auch unsere eigene Position definieren. Und dann natürlich auch gucken, dass in anderen Bereichen die Abhängigkeit von Rohmaterialien vielleicht etwas weniger ausgeprägt ist,
als es nötig ist. Also wir haben eine Menge Möglichkeiten, mit den Amerikanern da zusammenzuarbeiten. Aber was die Situation von der Projektion von Macht angeht, da haben wir nichts zu sagen. Da haben vielleicht noch die Engländer kurz was mitzuteilen oder auch die Franzosen. Aber auch dort ist China im Grunde genommen so fixiert auf eine Nation und auf eine Nation. Nur, das ist der Amerikaner. So weit auch, dass sie immer glauben, dass die Amerikaner hinter all den Sachen stehen, die, sagen wir mal, aus Europa, aus pickiger Sicht negativ sind. Wie zum Beispiel Litauen oder wie zum Beispiel jetzt dieser Brief aus Kanada. Oder so bis zu dem Punkt, dass ein chinesischer Berater, ein Berater des Premierministers mir gesagt hat, ja, wie eigenständig ist denn überhaupt deutsche Außenpolitik? Wird das nicht alles aus dem Weißen Haus choreografiert? Und dann habe ich ihm gesagt, er soll sich vielleicht mal eine anständige Zeitung zulegen. Gerade die letzten 4 Jahre Trump-Merkel haben mir gezeigt, wie weit wir da auseinanderlagen und wie weit da auch Europa oder Deutschland seine eigenen Positionen verteidigt hat. Aber das ist die Wahrnehmung hier. Es ist, die Wahrnehmung einmal ist konspirativ. Man erkennt nicht öfter, was ist, aber die Amerikaner sind sicherlich dahinter. Und wir müssen das jetzt nicht noch verstärken, indem wir jetzt nur versuchen, auf Teufel komm raus mit den Amerikanern jeden Punkt zu besetzen. Wir sollen da mit den Amerikanern, Japanern, Kanadiern zusammenarbeiten. Wo es für uns Sinn macht, das sollen wir selbst definieren. Vielen Dank. Das ist eine Punktlandung. Herzlichen Dank, lieber Jörg. Ich darf zusammenfassen. Ich fand das sehr informativ, sehr präzise, sehr detailliert. Und es war, wenn ich das so sagen darf, lieber Jörg, eine Werbeveranstaltung für dich. Aber das Schöne ist, es war, wie ich finde, auch eine Werbeveranstaltung für uns als Gesellschaft für Außenpolitik. Und deshalb wiederhole ich gerne meinen Appell an all die Interessenten, die aus irgendeinem Grunde noch nicht Mitglied sind bei uns. Bitte werfen Sie Ihr Herz nicht über Bord, sondern in den Ring und werden Sie Mitglied bei uns. Wir können solche Veranstaltungen nur machen, wenn wir durch Sie, die Mitglieder, die außenpolitische Community in München und Umgebung unterstützt werden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Teilnehmern. Jörg Wuttke, nochmals ganz herzlichen Dank. Und ich lasse Sie jetzt pünktlich zurückkehren an die Schraubstöcke, um Ihre produktive Arbeit für die deutsche Wirtschaft fortzusetzen. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns demnächst wieder bei der Gesellschaft für Außenpolitik. Danke, auf Wiederhören. Okay, tschüss zusammen. Bye-bye. Gute Nacht.